Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 und weiter geht es hier immer noch in Urba, wo wir auf der Suche nach einigen Ersatzteilen für den kleinen Roboter Bugti sind. Ja, wir wollen ihn ja unbedingt reparieren, damit er ja wieder schön lebendig wird und wir auch ein paar Belohnungen von ihm kriegen können. Und ja, erstmal muss ich jetzt mal hier ganz vorsichtig sein. Oh Gott, die sehen ja komisch aus. Okay, diese Violetten habe ich bisher noch gar nicht gesehen. Ja, schauen wir mal nach, was die so können. Ja, Taxim heißen die. Ja, sehen auf jeden Fall sehr interessant aus, die Teile. Haben aber allerdings einen geringen Schockwert. Ja, kriegen wir sie wenigstens schnell platt. Ist doch schon mal was. Naja, die scheinen ja wenigstens etwas zu der schwächeren Sorte von Thief zu gehören. Ist jedenfalls schon mal ganz gut so. Dann müssen wir uns jetzt nicht so lange mit denen rumärgern. Das macht sie platt. Und mal hier schön mit vielen Elementen ranhauen. Frostschlag, Elektroschlag, Hydroschlag, Aero und Feuerschlag. Ja. Ja, irgendwie so ein bisschen schade, dass es hier nicht sowas wie einen Aero- oder Windschlag gibt. Wäre auch sehr interessant. Naja, aber was soll's. Gut, geschafft. Das hätten wir schon mal. 3 Sterne allerdings. Ja gut, allzu viele Punkte bringen die jetzt allerdings ja nicht ein, was ich schade finde. Okay, erstmal hier kurz mal gucken. Ja gut, da kann ich eigentlich ja nur mal kurz hier so über dieses Geländer hier gehen. Ist eigentlich nichts Besonderes. Na schön, dann gehen wir einfach erstmal ein kleines Stückchen weiter nach oben. Okay, hier liegen auch keine Bauteile rum. Ja, okay, hier oben ist was. Hier scheint sogar tatsächlich ein Bauteil für Bugti zu liegen. Aber dann fehlt trotzdem noch eins, oder nicht? Also, irgendwo muss ich was übersehen haben, oder irgendwo wurde ein Objekt nicht so richtig angezeigt. Auf jeden Fall haben wir hier eine Metallplatte erhalten. Noch benötigte Ersatzteile, eines. Ja gut, ich will jetzt aber nicht zu weit vorausrennen, also... Ich hoffe mal jetzt, dass jetzt alles, was ich brauche, hier jetzt zu finden ist. Vielleicht ist ja das letzte auch hier in eine Kiste enthalten, das könnte auch sein. Und wir bekommen eine Feuerschildkreole. Ah ja. Naja, sehr nett, aber nicht unbedingt gerade das, was ich gebrauchen könnte. Ich sag mal, sind das dieselben Hände wie auch vorher? Ja toll, die müssen jetzt mir hier mitten im Weg stehen. Echt mal. Ich sollte auf jeden Fall aufpassen. Okay, ich gehe erstmal nur ein kleines Stückchen weiter vor. Aber zu weit darf ich ja auch nicht gehen, denn sonst werde ich ja gleich hier in den nächsten Bosskampf reinrennen. Und darauf habe ich ja jetzt noch keine Lust. Au! Was war das denn eben gerade? Wart ihr das? Naja, sieht wohl so aus. Und diese Fliegenden sind auch manchmal ganz schön lästig. Vor allem sind sie ja leider manchmal sehr schwer zu treffen. Naja, dann lieber mal ein bisschen mit Magie ran spammen. Und geschafft. Was denn? Wie schnell müssen die denn besiegen? So lange hat der Kampf doch gar nicht gedauert und trotzdem nicht mal einen einzigen Stern. Und da ist schon wieder so ein Vieh. Na gut, aber mit dem komme ich ja auch klar. Mann. Alles klar, dann brauchen wir einfach erstmal folgendes. Eiserne Kaskade. Sollte auf jeden Fall helfen. Gut, er ist schon mal vergiftet. Das ist doch ein toller Fortschritt einfach mal. Und jetzt Morbid. Hauptsache er hat die Elementschwäche drin. Das ist erstmal ganz wichtig. Und jetzt bringen wir es einfach mal zu Ende. Ja,
Aber irgendwie verstehe ich nicht so richtig, wieso ihr jetzt alle hier immer nur die ganze Zeit nur mit Magie angreift, obwohl er jetzt Deprotest drauf hat. Aber egal. Klappt irgendwie nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und Lightning kann jetzt leider nicht mehr angreifen. Ätzend. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, das war's. Oh, okay, ein bisschen knapp war es jetzt doch schon gerade. Aber immerhin nochmal 5 Sterne reinbekommen. Okay, was ist in der Kiste? Eine Nimrod-Lanze. Oh, warte mal, was kann die eigentlich? Nimrod-Lanze. Nimrod-Lanze, okay, nicht zu Schocken-Effekt. Ist ja aber wieder ganz toll. Interessiert mich doch nicht. Okay, ich brauche eigentlich gar nicht weiter zu rennen, wie das aussieht. Da hinten ist eigentlich schon gleich Endstation. Warte mal, ich laufe nur noch ein ganz kleines Stückchen, bis jetzt eigentlich ja hier die Platte auf der Karte zu sehen ist. So, und weiter brauche ich eigentlich nicht zu gehen. Also ich weiß eigentlich schon... Soweit ich weiß, ist eigentlich ja nur in Urba direkt eigentlich sind die Ersatzteile hier versteckt. Also ich brauche hier gar nicht weiter suchen. Ich brauche irgendetwas, aber was nur? Gute Frage. Also irgendeinen Gegenstand brauche ich hier noch. Warte mal, kann ich hier vielleicht zufällig im Datenlog mal kurz nachgucken? Kampfmitglieder? Nein. Umgebung? Bedeutung von Ziefstein, Zief- und Bannbezirke? Ja gut, das kennen wir auch alles schon. Subsidien, Wachsamkeit? Nein. Kampfsystem brauche ich auch nicht. Schriftfragmente? Mhm. Das ist auch nicht. Gesellschaft von Cocoon? Nein. Versuchen wir es mal hier. Hier, aber... Hier steht es auch nicht. Zwar, warum muss ich jetzt eigentlich überhaupt nachgucken, um jetzt hier mir nochmal hier Bhaktis Status dafür anzusehen? Also sprich, ich weiß ja nicht mal genau, welche Gegenstände ich alle hier suchen muss. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja gut, das ist jetzt natürlich scheiße, aber ich muss mich ja natürlich hier umsehen. Wir hatten ja schon bereits hier in diesem Bereich alles abgesucht, aber irgendwo habe ich anscheinend noch was übersehen. Ich höre Geräusche. Ah, hier! Hier liegt noch was. Ja, ist das Treibstofftank, aber der Treibstoff darin ist längst nicht mehr zu gebrauchen. Hier liegt noch was. Über die Jahre hat Rost diese Container fest versiegelt. Sollten Sie eine Fracht beinhalten, dann hüten Sie diese im eisernen Griff. Na toll. Hier kann ich also auch nichts finden. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße, wenn ich ehrlich sein soll, aber na gut. Muss ich eben gründlicher nachsuchen. Irgendwo muss ja der ganze Kram liegen. Ich hatte eigentlich ja gehofft, ja hier irgendwo noch was zu finden, was jetzt als Ersatzteil für Bhakti verwendet werden könnte. Ah, nee, jetzt auch noch das. Denn die kommen wir jetzt wohl anscheinend nicht so einfach vorbei, oder was? Ja, hoffentlich können wir jetzt hier mit 2 Brechern irgendwie ein bisschen schneller rein. Nicht unbedingt. Also... Denn wenn ihr es jetzt hier nicht schafft, jetzt die alle hier schnell zu schocken, dann kann es dauern. Okay, es geht. Muss ich mal sagen. Also viel Schaden machen die ja zum Glück nicht. Also besonders stark sind die echt nicht. Okay, und sind sogar beide im Schock. Dann geht's ja doch schnell.
merke schon, ein bisschen höhere Verteidigung haben sie anscheinend. Egal, gut. Fertig. Dann, wo könnte ich jetzt noch suchen? Also hier in diesem Bereich scheint ja jedenfalls nichts zu sein. Oder warte mal, warte, hier. Was ist das? Erschöpfte Arbeiter erholten sich hier von ihren anstrengenden Tageswerken und genossen die ein oder anderen erfrischenden Getränke. Ah ja. Okay, hier sind nur Getränke. Hier kann ich also nichts finden. Ich hätte ja gehofft, hier würde noch irgendwo ein Teil liegen, aber nee, ist leider nicht. Und hier komme ich auch nirgendwo durch. Und hier aus diesem alten Traktor kann ich ja leider nichts mitnehmen. Ach, kann doch echt nicht wahr sein. Ja, wo müsste ich denn jetzt noch suchen? Also ich habe jetzt eigentlich hier schon praktisch alles abgesucht, außer jetzt da hinten. Aber da ist ja bloß der olle Aufzug, der mich ja wieder zum Turm zurückbringen wird. Ja, also das ist jetzt ein bisschen bescheuert, wenn ich ehrlich sein soll. Den ganzen Part jetzt nur noch damit verbringen, ein letztes Ersatzteil zu finden? Naja. Man kann sich echt Besseres vorstellen, nicht wahr? So. Naja, aber immerhin wenigstens an denen sind wir vorbeigekommen. So. Ah, warte mal, hier liegt was. Kann zwar sein, dass ich mir das auch schon angesehen habe, aber mal sehen. Gut, kümmern wir uns erstmal hier um die kleinen Flattermänner. Das kommt schon. Wir haben dich doch gleich. Okay, Vanille, beeil dich mal. Mach mal den Protest auf dem Typen. So, jetzt haben wir genug. Das reicht. Jetzt können wir auf ihn einschlagen, so dass er jetzt endlich gleich stirbt. Und die. Gut, geschafft. So, und hier war irgendwas, was ich mir ansehen konnte. Genau hier. Okay, das ist so ein Globus. Offensichtlich die Abbildung von Cocoon wurde im abfälligen, ja, Gekakel verunstaltet. Ja, wir wussten es ja schon, die Bewohner von Grand Pulse mochten Cocoon ja nicht besonders. Und ja, okay, hier habe ich mir das auch schon angesehen. Na gut, ich habe wohl echt keine andere Wahl. Ich muss mir jetzt hier anscheinend jeden einzelnen Bereich nochmal genauestens anschauen. Warte mal. Lass mich mal durch hier. Bilder von Chocobos. Ja, das sind vermutlich von Kinderhänden gekritzelte Chocobos. Der Künstler war sicherlich sehr stolz auf sein Werk. Ja, das kann man sich vorstellen. Okay. Gucke ich erstmal hier unten lang. Ob hier irgendwas liegt. Ja. Den kräftigen Sonnenstrahlen und der relativ warmen Luft zum Trotz verursacht der trostlose Anblick der Umgebung einen kalten Schauer. Ja, im Ernst, hier sieht alles wie tot aus. Okay, hier in den alten Maschinen kann man leider auch nichts mehr finden. Ah, Mann. Mist. Wie zum Teufel soll ich jetzt noch das letzte Teil hier finden, was ich brauche, um den ollen Roboter zu reparieren? Irgendwo muss es doch sein. Tja. Ist klar, hier ist leider auch wieder nichts. Hier auf dem Boden liegt ja auch nirgendwo was rum. Es könnte ja sogar tatsächlich sein, dass das Ersatzteil, was ich ja hier suche, eigentlich schon die ganze Zeit in der Nähe war. Oder warte mal, ich probiere nochmal Folgendes aus. Also, hier war ja eigentlich auch so ein Vieh.
Könnte ja sein, dass das Ersatzteil hier irgendwo rumlag und ich es einfach mal hier ignoriert habe, weil ich ja kein zweites Mal gegen den kämpfen wollte. Komm schon, beeil dich. Gift ist jetzt nicht so wichtig, Vendil. Hauptsache Deprotest, bitte. Aua. Okay, ist drauf. Gut, dann Sturmkommando. Und jetzt aber ein bisschen schnell hier. Hauptsache, das Ding ist schnell tot. Ah, Mann, gibt's doch nicht. Jetzt erstmal hier schon den gesamten Part jetzt nur für Bauteile suchen verschwendet. Und immer noch nichts gefunden. Wo liegt denn hier noch was? Das Blöde ist ja nicht mal, dass hier nicht mal hier irgendwo was hier markiert ist oder so. Nee. Oder halt. Da vorne ist doch auch noch hier so Abfall. Nee. Ja, hier, beim Turm könnte ich was untersuchen. Also versuchen wir es gleich mal dort. Aber zuerst einmal müssen ja die weg. Geht ja gar nicht, dass die jetzt hier stören müssen. Gut, alles klar. Die gehen ja doch ein bisschen schnell. Okay, jetzt aber erstmal hier. Augenblick der Wahrheit. Ist in diesem Turm irgendwas versteckt oder nicht? Ja. Okay, alles klar. Bringt also auch nichts. Da habe ich eigentlich ja schon reingeschaut. Verdammt, wo muss ich jetzt eigentlich nochmal gucken? Es gibt's doch nicht. Ich finde das letzte Bauteil nicht. Warte mal, ich gehe noch mal ein kleines Stückchen höher. Nee, hier werde ich lieber nicht nachgucken. Es kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Also, das wird jetzt ewig dauern, wie es aussieht. Aber ist jetzt hier in diesem Haus ist noch was drin. Muss ich einfach nur schnell den hier platt machen. Sollte hoffentlich schnell gehen. Okay, geschafft. Gleich geschafft, gleich geschafft. Los, komm schon, Beeilung, Beeilung. Mensch. Gibt's denn das? Das mit dem Aufladen dauert manchmal irgendwie so lange. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Nee, Lightning hat immer noch zwei Windhalstücher um. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, hier habe ich schon bereits alles durchsucht. Also jetzt hier das Zimmer noch. Da ist aber nichts weiter. Ey, da muss ich jetzt echt mal kurz nachschlagen. Also, das geht ja jetzt gar nicht, dass es jetzt hier so eine halbe Ewigkeit dauert. Dass ich jetzt hier einfach nicht dieses letzte Bauteil finden kann. Also ich sage jetzt, es ist doch dieses Werkzeug hier auf einmal. Naja, aber es nimmt er ja nicht. Was ist das hier? Okay, die Choco-Puppe war offensichtlich der Liebling der Dorfkinder. Die ausgeleierten Nähte lassen auf, ja, auf häufige Reparatur zu schließen. Ja. Okay, hier liegen nur ein paar Betten.
Okay, so langsam ist das jetzt doch ein bisschen lächerlich. Nee, gut, also dann reicht es mir jetzt doch wirklich endgültig. Ich werde jetzt einfach mal nachschlagen, wo jetzt das letzte Bauteil liegen könnte. Wenn es jetzt doch irgendwo da hinten bei dieser einen Brücke da ist. Okay, die sieht man jetzt leider hier gar nicht. Gut, aber was soll's. Dann, Freunde, würde ich mal sagen, das war's dann heute wieder mal hier mit Let's Play Final Fantasy 13 im nächsten Part. Ja, hoffentlich dann endlich das letzte Bauteil. Hoffentlich ist es nicht allzu weit weg. Ja, jedenfalls. Ja, sobald wir das dann haben, können wir Bakti endlich reparieren. Ich kann meine Belohnung dafür einheimsen und dann geht es weiter zu unserem eigentlichen Ziel. Das ist ja irgendwo da ganz, ganz weit. Ja, irgendwo in dieser Richtung ist. Ich habe keine Ahnung. Aber egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Freunde, und ciao!